Ja, meine Lieben, heute gibt es ein MB Watches aktuell, MB Watches News. Wir haben gleich drei neue Releases. Natürlich auf der einen Seite eine neue Tudor Marine National. Die gibt es im Hands-On. Erste exklusive Live-Aufnahmen hier bei MB Watches. Aber auch Swatch war fleißig. Es gibt eine neue Moonswatch, Mission to Earthface. Ihr kennt die Mission to Moonface ja bereits. Also auch da gibt es Neuigkeiten. Und Longines präsentiert auch Neues. Dementsprechend heute kein Intro, wir gehen direkt in die Vollen. Viel Spaß! Anfangen würde ich, glaube ich, ganz gerne mit der neuen Moonswatch Mission to Earthface. Earthface, das ist das Name Programm. Es gibt jetzt eine Erdphasenanzeige. Von der Basis her sind die Modelle sehr nah an den Mission to Moonface Modellen. Die wurden ja vorgestellt in Schwarz und in Weiß. Da habt ihr oben rechts eine Mondphasenanzeige. Da dann noch mit einem kleinen Hint zu den Snoopy Awards, die wegen der Apollo 13 Mission ja ins Leben gerufen worden sind. Und jetzt regelmäßig auch von Omega zelebriert werden. Das heißt, da habt ihr bei der Mondphase ein kleines Easter Egg und den Snoopy im Mond schlafen. Die Mission to Earthface hat ebenfalls eine Mondphasenanzeige auf derselben Position und zusätzlich dann noch eine Erdphasenanzeige. Woher kommt das Ganze? Im Endeffekt ist das recht einfach erklärt. Während verschiedener Apollo-Missionen wurden dort Fotos vom Mond aus der Erde geschossen. Und da sieht man halt dann auch so die Erdphasen. Also wie wir quasi aktuell die Mondphasen sehen von der Erde aus, kann man andersrum natürlich dann auch die Phasen der Erde sehen, dementsprechend mehr oder weniger zu sehen ist. Vom Ansatz her, von der Komplikation, finde ich das super spannend und könnte mir auch vorstellen, sowas mal einer regulären Speedmaster zu sehen. Aber was meint ihr, meine Lieben? Fändet ihr das interessant? Teilt das mal unten mit der Community und mir im Kommentarfeld. Ich freue mich da schon jetzt drauf, mit euch da unten zu schreiben. Schön finde ich, dass halt die Mondphase als solches mit Superluminova belegt ist, genauso wie die Ozeane bei der Erdkugel. Und gerade aus der Distanz wirkt das wirklich so, als ob man definitiv vom Mond auf die Erde gucken würde. Also so kommt es rüber, wenn man auch so alte, neu digitalisierte Bilder anguckt. Das fand ich wirklich richtig spannend. Wie gesagt, Lume auf den Mondphasen und auf den Ozeanen der Erde ist verbaut. Die Einstellung funktioniert, denke ich mal, ähnlich wie bei den Mission to Moonface Modellen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ob ihr das kennt. Ihr zieht einfach bei den Mission to Moonface Modellen die Krone raus und haltet dann den unteren Drücker gedrückt und damit könnt ihr dann die aktuelle Mondphase einstellen. Jetzt hatte ich leider die Mission to Earthface noch nicht in der Hand, aber auch da, denke ich mal, wird die Einstellung ebenfalls so erfolgen. Oder ihr stellt beide zusammen ein mit dem Drücker, weil die beiden ja irgendwie zusammengeschaltet sein müssten, sein sollten. Also da weiß ich leider nicht so viel. Kommen wir zu dem Modell als solches. Es ist natürlich auch hier wieder aus Biokeramik, also eine Mischung aus Keramikteilchen und Polymerteilchen. Da kann ich aber auch, denke ich mal, in Zukunft ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir haben dieses Mal ein graues Gehäuse, graues Zifferblatt. Das hat dann natürlich so ein bisschen die Struktur grobkörniger, wie die Mondoberfläche sein soll oder wie man es dann halt auch auf Bildern gesehen hat. Preis ist auch hier 330 Euro. Ab dem 2.11. ist dann die Mission to Earthface verfügbar. Es ist keine Limitierung, das heißt, auch da sollte sich über die Zeit, denke ich mal, eine ganz gute Versorgung einspielen. Aber wie gesagt, meine Lieben, jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von dieser Ergänzung? Es gab ja, ich meine, vor 2, 3 Monaten dann auch noch eine Mission to Earth, wo wir dann die Lava, die Polarlichter und die Wüstenedition hatten. Auch die konnte ich mir im Hands-On angucken. Ebenfalls sehr schön geworden und farbenfroh geworden, kann ich nicht anders sagen. Dementsprechend jetzt noch mal ein bisschen gedeckter, mondiger, ja, mondig-grau, grausilberner Mond. Das passt, denke ich mal, ganz gut und ich finde, es ist eine schöne Ergänzung mit einer schönen neuen Komplikation und ich finde es spannend zu sehen, wie sich da Swatch in den nächsten Jahren weiterentwickelt beziehungsweise vielleicht noch so bringt an Neuheiten. Lassen wir uns überraschen. Aber gucken wir uns Longines an. Hier gibt es ebenfalls Ergänzung oder eine limitierte Edition in der bekannten und beliebten Conquest Chronographen Kollektion. Limitierung beträgt hier 2025 Stück des Chronographen. Warum ist das so? Und jetzt muss ich ablesen. Das Ganze, wo ist entstanden in Zusammenarbeit oder im Rahmen der 48. FIS Alpine World Ski Championship. Das Ganze findet in Saalbach in Österreich statt. Wie gesagt, 2025, dementsprechend 2025 Stück. Wir haben hier den klassischen Chronographen.
Also auch hier wieder 42 mm Durchmesser, 14,3 mm Höhe. Das Werk ist das L898 mit ca. 59 Stunden Gangreserve. Die Besonderheit der Uhr ist auf der einen Seite das Zifferblatt. Wir haben ein graues Zifferblatt mit schwarzen Totalisatoren. Die Chronographenfunktion ist dann auf den Zeiger nochmal gehighlightet mit roten Highlights. Schönes Deutsch, Konstantin. Andere Besonderheit ist dann, dass die Uhr mit zwei Bändern kommt. Das heißt, ihr habt einmal das Stahlband und dann noch zusätzlich das Kautschukband in der Box. Ich hatte die normalen Longines Conquest Chronographen ja schon mal gezeigt, in grün und in blau auf meinem Kanal. Und die Kautschukbänder sind wirklich richtig gut, schöne Armschmeichler. Ich gehe so weit und sage, dass ich lieber die Uhren sogar fast nur am Kautschukband trage. Aber auch das Stahlband ist eine schöne Ergänzung. Ob der beiden Bänder ein bisschen erhöhter Preis, normal ist, glaube ich, der Conquest Chronograph am Kautschukband 4.200 Euro. Diese Edition mit beiden Bändern liegt bei 4.650 Euro. Und das Ganze ist ab dem 31.10.2024 online bestellbar, beziehungsweise bei Longines bestellbar. Falls ihr also skibegeistert sein solltet und Interesse haben solltet an dem Modell, wie gesagt, graues Zifferblatt gefällt mir richtig gut, dann schaut da vorbei. Ich bin gespannt, was ihr von dieser Longines haltet. Teilt das auch gerne unten mit der Community und mir im Kommentarfeld, meine Lieben. Aber jetzt ist es, denke ich mal, an der Zeit, dass wir ins Hands-on gehen mit der neuen Tudor Marine Nationale. Dafür müssen wir mal einen kleinen Ortswechsel vollziehen vom MB Watches Studio ab nach Köln zu Tudor. Dementsprechend 1, 2, 3 und schwupps sind wir dann auch direkt bei Tudor vor Ort und dann auch hier mit der neuen Pelagos FXD GMT Marine Nationale am Handgelenk. Ich habe mich sehr gefreut über den Release. Ich habe damals, ich mache ja immer regelmäßig diese Tudor Rolex Neuheiten Videos, eine ähnliche Uhr schon mal versucht vorherzusagen. Es hat ein bisschen gedauert, aber es ist schön, dass Tudor sie jetzt rausgebracht hat. Wir haben hier natürlich in erster Linie als Basis die typische Marine Nationale, also das Pelagos FXD Gehäuse kennt ihr. 42 mm Durchmesser, es ist ein Titan Grade 2 Gehäuse, genauso wie die Schließe Titan Grade 2 ist, der Gehäuseboden ist dann Titan Grade 5. Der Lack-to-Lack-Abstand ist auch bei dieser GMT auch gleich wie bei der ersten Marine National Pelagos FXD, 52 mm und natürlich ist auch die Wadi identisch mit 200 Metern. Von der Basis also erst einmal alles beim Alten. Die Blau Marine Nationale hatte damals auch eine beidseitig drehbare Lünette, um eben unter Wasser navigieren zu können und dann dementsprechend sich Countdown setzen zu können. Wir haben hier eine GMT-Komplikation. Natürlich ist dann auch hier die Lünette beidseitig drehbar. Die Lünette ist schön griffig. Wir haben auch wieder diese Rändelung da dran. Kann man sehr gut bedienen mit und ohne Handschuhe. Die Uhr ist echt angenehm flach. Das Band ist ein Single Loop, nennt sich das. Das wird nur einmal durchgefädelt und somit dann auch nicht zu hoch an meinen 18 cm Handgelenken. Das gefällt mir ebenfalls sehr gut. Das Uhrwerk ist neu. Also es ist sehr ähnlich zu dem, was wir bereits aus der Black Bay 58 GMT kennen. 65 Stunden Gangreserve, natürlich eine Datumskomplikation. Es ist eine echte GMT, das heißt, der Stundenzeiger springt in Stundenschritten nach vorne und nach hinten. Somit kann man dann auch das Datum vor- und zurückstellen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir von der Leuchtmasse her für die Ortszeit, also das, was ihr direkt auf dem Ziffernblatt ablest, eine blaue Leuchtmasse haben. Das heißt, Indizes, Stunden, Minuten und Sekundenzeiger haben eine blaue Leuchtmasse eingesetzt. Der GMT-Zeiger hebt sich dann da auch nochmal schön ab. Der hat grüne Leuchtmasse, genauso wie die Lünette. Und auf der Lünette zeigt man dann die Home-Time quasi an. Also die Home-Zeit ist immer die zu Hause ist, die man zu Hause hat. Und dann fliegt man irgendwo hin und stellt dann vor Ort die Ortszeit normal auch für das Zifferblatt ein. Ist auf jeden Fall sehr schön gelöst, kann man sehr gut ablesen, Tag wie Nacht. Tudor setzt hier auf sogenannte Fortina, also Vintage-inspirierte Leuchtmasse. Früher war das einfach nicht so mein Ding, weil ich gesagt habe, ich habe das ganz gerne, wenn das selbst altert. Aber dann habt ihr auch mal kommentiert und gesagt, boah, Konstantin, wie lange willst du denn da warten? 20 Jahre? Und bei der modernen Leuchtmasse weiß man dann ja auch nicht, wie die sich verfärbt, ob sie sich verfärbt. Optisch muss ich sagen, gerade dieser beige- oder cremefarbene Ton passt sehr gut auch zu diesem Military-Style, passt auch sehr gut zu diesem
olivgrünen Armband. Wenn euch jetzt vielleicht dann auch dieser Loop stört, also der Fänger stört auf der einen Seite mit der Fahne drauf, den kann man abmachen, wenn man es denn möchte. Ihr habt trotzdem dann immer noch einen beweglichen Fänger für das Band. Aber ich finde das einfach im Großen und Ganzen schön gelöst und es passt einfach auch zum Stil der Uhr. Schönes Detail übrigens, wie bei der blauen Marine National habt ihr bei der Marine National GMT auf der Rückseite wieder eine Jahreszahl. Das heißt, hier findet ihr dementsprechend 2024 oder die 24 hinten auf dem Gehäuseboden. Das Logo ist ein bisschen anders. In dem Fall ist es ein Anker mit zwei Flügeln. Und das hat die Bewandtnis, dass es eben das Logo ist der französischen Marineflieger. Und mit der Jahreszahl habt ihr schon die Antwort darauf, die Uhr ist nicht limitiert. Aber natürlich sind wir jetzt Ende Oktober 2024. Dementsprechend gibt es nicht so viele Marine National GMT Modelle in diesem Jahr, wie es sie im 2025/26 geben wird, weil es sind halt nur noch 2 Monate über vom Jahr. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall mein erster Eindruck von der neuen Tudor Pelagos FXD GMT Marine National. Mir gefällt sie sehr gut. Ich habe einfach richtig Spaß. Ich habe mich richtig gefreut, die Möglichkeit zu haben, die Uhr hier direkt in The Metal auszutesten, abzufilmen für euch. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen und ich bin jetzt auch gespannt auf euer Feedback. Was haltet ihr von den 3 Neuheiten? Was haltet ihr von der Tudor? Teilt das mit der Community und mir unten im Kommentarfeld. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn euch das Ganze Spaß gemacht und gefallen hat. Und wenn dem so war, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn ihr das eh nicht schon gemacht habt, meine Lieben. Zudem würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin, passt auf euch auf. Goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut. Ciao.